Nepal. A country of rapid change. Glaciers are melting. People are moving away from their mountain villages, and huge construction sites are changing the country's appearance forever. But what do all those changes mean for one of the poorest countries on Earth? In 2013, a group of German scientists went deep into the Himalayas to find answers to their questions. Using two laptops, solar energy, and a satellite modem, they live published their findings online as the expedition went on. Using social media, thousands of people followed their adventure in real time. The first part of the expedition led the group into the remote areas of Nar and Phu, close to the Tibetan border. Alongside their research, they also attempted a first ascent of a remote 6,000-meter peak. This is their story. Okay, goodbye. Bye. Kangla Basislager, unserem ersten Hochlager auf 4,3, knapp 4,4. It's pretty awesome hier. Wir haben unglaublich geile Sicht. Insgesamt ist die Stimmung jetzt hier sehr schön und gut und wir freuen uns, das Arbeitsgebiet erreichen zu können und dann damit wirklich im tibetischen Teil Nepals zu sein, weit weg von allen westweltlichen Einflüssen. Im Hintergrund von mir steht Nar. Nar ist das größte Dorf in unserem Untersuchungsgebiet. Hier leben ungefähr 400 Leute. Insgesamt schleicht sich bei uns der Eindruck ein, dass das Dorf Nar davon profitiert, dass sie an ihrer traditionellen Jagdalmwirtschaft festhalten. Gleichzeitig aber auch durch den wachsenden Tourismus eine große zweite Einnahmequelle haben. Morning. Thank you. Wir sind hier jetzt an der Scheidungsstelle zwischen dem Weg zum Siribung und unserer alten Trekkingroute. Wir kommen hier aufgrund der Monsunverhältnisse nicht weiter. Die Flusspegel sind enorm hoch und die Wege für die Tragtiere sind nicht mehr gangbar. Wir werden uns stattdessen jetzt den unbestiegenen 6000ern zuwenden. Peaks liegen immer noch im Nebel. Wir werden jetzt versuchen, auf dem Westgrat den niedrigsten der drei Gipfel zu erreichen. Der ist unvergletschert. Wissen aber nicht genau, wo die Route lang geht.
und sind entsprechend halb optimistisch. Wir sind hier jetzt an dem höchsten Punkt, den wir am dritten Tag von unserer Erkundung der unbestiegenen Naguru-Gipfel erreicht haben. Knapp 5,7. Hinter uns ist ein Felsabbruch und extrem brüchiges Gestein, wo wir nicht weiter durchkommen. Es zeigt sich einfach, dass eine Erstbesteigung im Himalaya wirklich richtig harte Erkundungsarbeit ist. Zusätzlich hatten wir noch schlechtes Wetter, das heißt den gestrigen Tag komplett im Nebel. Trotz allem, denke ich, haben wir das Beste draus gemacht und wir können schon stolz sein, die Zeit und den Elan zu haben, sich mal wirklich mit so einer Erkundung vom Gebirgsmassiv auseinanderzusetzen. After 4 weeks, it's time to descend and fly back home. Nepal is changing rapidly. While tourism has a huge impact on the local population in well-known trekking areas, people in more remote areas stick to their traditions. Nevertheless, more and more young people leave their villages to work in Kathmandu. Climate change is omnipresent. Valley glaciers are retreating, while high glaciers seem to grow due to rising humidity. Change is everywhere, and it's an exciting time for this beautiful country. In October 2014, the team will go back to Nepal to continue their research and try their luck skiing a 6,000 meter peak. Follow them online as their adventure unfolds. Oh, boah, war das anstrengend. Alter. Echt, ey. Ah, ey, mein Nacken ist total verspannt. Ah, ich kann nicht mehr meinen Hals bewegen. Oh, so eine Nackenverspannung ist echt mies. No idea how to get on a high mountain. Ich hab jämmerlich versagt. Zum wiederholten Male.